Ja, hallo, ich bin wieder da. Es ist heute Mittwoch, der 25. März, um so gegen Mittag heute. Und ich möchte euch wieder ein Märchen erzählen. Ja, ich erzähle euch heute ein Märchen der Sinti und Roma. Die erzählen, dass einmal in einem kleinen Dorf ein Ehepaar gelebt hat. Die waren sehr arm und vor allem, sie hatten keine Kinder. Sie haben sich so sehr gewünscht, ein Kind zu bekommen. Es ging nicht. Eines Tages, da war die Frau im Wald unterwegs, um Holz zu sammeln, und da begegnete ihr eine alte Frau, die sie noch nie gesehen hatte. Weder im Dorf noch in der Umgebung. Und die alte Frau schaute sie an und sagte: Du hast einen großen Wunsch, nicht wahr? Ja, woher weißt du das? Oh, ich weiß viel. Ich will dir sagen, wie du ein Kind bekommen kannst. Geh nach Hause, nimm einen großen Kürbis, teile ihn und höhle ihn aus und fülle die Schalen mit Milch. Und heute Abend trinkst du die Milch. Und dann wirst du in 9 Monaten einen Jungen zur Welt bringen, gesund und kräftig. Und der wird einmal sehr berühmt und glücklich werden. Naja, als die Frau das hörte, bedankte sie sich. Und sie ging heim und sie tat, was die alte Frau ihr geraten hatte. Sie nahm einen großen Kürbis und teilte ihn und höhlte ihn aus und füllte die Schalen mit Milch. Und am Abend trank sie die Milch. Und ob ihr es glaubt oder nicht, sie wurde schwanger. Sie wurde schwanger und nach 9 Monaten brachte sie einen gesunden Jungen zur Welt. Und die Freude der Eltern war sehr groß. Aber kurz nach der Geburt wurde die Mutter krank, sehr krank, und schließlich starb sie. Und der Vater, der zog seinen Jungen alleine groß, so gut er konnte, und der Junge wuchs heran und wurde zu einem jungen Mann. Und als er 20 Jahre alt war, da starb auch sein Vater. Und der junge Mann dachte: Was soll ich noch hier in diesem Dorf bleiben? Vater und Mutter, die leben nicht mehr. Ich will hinausziehen in die Welt und sehen, wo ich mein Glück finde. Ja, und so schnürte er sein kleines Bündel und machte sich auf den Weg. Er ging lange Wege, er ging kurze Wege, über hohe Berge, durch dichte Wälder, überquerte große Flüsse, kam durch viele Städte. Ein Märchen ist schnell erzählt, aber wer weiß, wie lange es dauert, so einen Weg zu gehen. Irgendwann kam er in eine Stadt, dort regierte ein König, der hatte eine wunderschöne Tochter, wunderschön. Und der König hatte versprochen, diese Tochter demjenigen zur Frau zu geben, der ihm etwas bringen konnte, was es auf der Welt noch nicht gab, etwas ganz Neues. Wenn es aber jemand versuchte und keinen Erfolg hatte, dann wurde dem der Kopf abgeschlagen. Es hatten schon einige versucht, ohne Erfolg. Der junge Mann dachte zuerst gar nicht daran, sich um die Hand der Königstochter zu bewerben. Wie kam er auch dazu? Aber eines Tages, als er auf der Straße ging, da sah er
eine goldene Kutsche vorbeirollen, mit Edelsteinen besetzt, und aus dem Fenster schaute die Königstochter. Wunderschön war ihr Gesicht, ihr Lächeln, ihre Augen, ihre Lippen. Er schaute dem Wagen lange nach. Und von diesem Augenblick an konnte er an nichts anderes mehr denken als an die wunderschöne Königstochter. Und er wünschte sich, sie zur Frau zu gewinnen. Aber wie sollte das gehen? Er ging schließlich zum König und er sprach: Majestät, bitte sagt mir, was es ist, was ich euch bringen soll, was es auf der Welt noch nicht gibt. Ha, du Tölpel, rief der König, ha, das gehört doch gerade mit zu deiner Aufgabe, das herauszufinden. Ist doch nicht an mir, dir das zu sagen. Für deine dumme Frage kommst du ins Gefängnis. Los, packt ihn, führt ihn weg. Und die Wächter packten den jungen Mann und führten ihn in ein dunkles, finsteres Loch. Da saß er nun Tag und Nacht, bekam täglich ein bisschen Wasser und ein bisschen Brot und morgens und abends Prügel. Und er dachte an die schöne Königstochter und er dachte, dass er sie in seinem Leben wohl nie mehr wiedersehen würde. Und darüber begann er schließlich bitterlich zu weinen. Aber als er so da saß und herzzerreißend weinte, da wurde es plötzlich ganz licht in seinem Gefängnis und eine lichte Frauengestalt erschien. Sei ohne Furcht, sagte sie, ich bin die Matuja, die Königin der Feen. Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Und sie holte aus ihrem Gewand ein kleines, hölzernes Kästchen hervor mit einem Loch in der Mitte. Das reichte sie ihm. Und sie sagte, zupfe mir einige meiner langen Haare aus und spanne sie über das Loch des Kästchens. Und hier auch noch über diesen Stab, den reichte sie ihm noch dazu. Und er tat das, er spannte einige Haare über das Loch des Kästchens und über den Stab. So, sagte die Matuja, nun fahre mit dem Stab über das Kästchen, so dass die Haare sich berühren. Und das machte er. Und nun kamen ganz wunderbare Töne aus dem Kästchen hervor. Ja, wunderbar, aber grässlich. Es klang nicht sehr schön, es war einfach wunderbar, dass da überhaupt was rauskam, aber klingend hat's nicht schön. Nee, es war ein ziemliches Gequietsche. Und die Matuja sagte, warte, da fehlt noch etwas. Gib mir das Kästchen noch einmal. Und sie nahm das Kästchen und lachte in das Loch des Kästchens hinein, ihr silberhelles Lachen. Und dann begann sie zu weinen und ließ einige ihrer Tränen in das Loch des Kästchens fallen. Und dann reichte sie ihm das Kästchen und sagte, jetzt versuch es noch einmal. Und als er jetzt mit dem Stab über das Kästchen fuhr, da kamen wirklich ganz wunderschöne Töne und Melodien daraus hervor. Es klang so wie das silberhelle Lachen der Feenkönigin und dann wieder wie ihr Weinen. Nun hast du etwas, das es bisher bei den Menschen nicht gab, sagte sie. Geh damit zum König und dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Er bedankte sich und sie verschwand. Er lief zur Tür seines Kerkers und pochte und hämmerte dagegen, bis ihm aufgemacht wurde. Und dann ließ er sich zum König führen. Du, du Teupel, was willst du noch hier? Er sagte nichts, er nahm nur sein Kästchen
und begann darauf zu spielen. Es war ein fröhliches Tanzlied. Es klang so wie das silberhelle Lachen der Feenkönigin, die ihm beigebracht hatte, zuvor noch auf dem Kästchen zu spielen. Wie ihr silberhelles Lachen klang es, und es begann alle, die in dem Saal waren, in den Beinen zu jucken und zu zucken. Und ob sie wollten oder nicht, sie mussten aufspringen und tanzen zu der fröhlichen Melodie. Der König, die Königin, die Prinzessin, alle Hofdamen und Herren des Hofes, sie alle wirbelten durch den Saal und konnten gar nicht aufhören. Aber plötzlich wechselte er die Melodie und spielte ein trauriges Lied. Es klang so wie das Weinen der Feenkönigin. Und da hielten sie alle inne, blieben stehen, wo sie gerade standen, und begannen zu weinen. Selbst dem König liefen dicke Tränen über die Backen. Und als der Junge dann sein Spiel endete, da ging der König zu ihm hin und sagte: Ja, du hast uns wirklich etwas gebracht, das es bisher bei den Menschen noch nicht gab. Du sollst meine Tochter zur Frau bekommen. Und die Prinzessin nickte, denn der junge Mann und sein Spiel hatten ihr sehr gut gefallen. Ja, und so feierten sie Hochzeit und lebten gut miteinander, gut und glücklich. Ja, und so kam die Geige zu den Menschen. Und noch heute ist es so, dass wenn auf der Geige gespielt wird, dann kann man daraus das silberhelle Lachen und auch das Weinen der Feenkönigin hören. Es muss freilich der richtige Mensch darauf spielen. Und man muss auch ganz gut zuhören. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, dass es heute ein paar Versprecher drin gab beim Erzählen. Und das gehört zum Erzählen. Also ich mache eine Erzählaufnahme, ich mache keine Studioaufnahme. Und eine Erzählaufnahme, da gibt es eben manchmal auch Versprecher drin oder etwas nachgeschoben wird. So ist das beim Erzählen immer oder immer wieder. Das gehört dazu. Stört meistens auch gar nicht groß. Ja. Und das war das Märchen für heute. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und Abend, und morgen kommt sehr wahrscheinlich die nächste Geschichte. Bis dann.